Nothing is as important as passion. No matter what you want to do with your life, be passionate. Nichts ist wichtiger als Leidenschaft. Egal was du in deinem Leben tust, sei leidenschaftlich, sagte schon John Bon Jovi. Leidenschaft ist ein ziemlich großes Wort. Oft wird es im Zusammenhang mit der Liebe zu einem Menschen. Es kann aber genauso auch ausdrücken die Passion zu einer Sache. Genau wie bei der Liebe kann sie einen witzartig treffen oder Schritt für Schritt. Ich bin von kleiner Früh mit meinen Eltern ins Theater gegangen. Wir haben uns oft Musicals angeschaut, die mir zwar oft meistens gefallen haben, mich aber nicht extrem begeistert haben. Dann kamen die Vampire. Ja, ich meine jetzt nicht die Vampire, die in der Sonne glitzern und sich nicht von Menschenblut ernähren, sondern Vampire, die mystisch sind, Vampire mit langen dunklen Umhängen und vor allem Vampire, die singen und tanzen. Am 28. September 2009 war ich das erste Mal im Musical Tanz der Vampire in Wiener Ronach. Und von dem Tag an sollte nichts mehr so sein wie früher. Meine Leidenschaft zum Musical war da. Nach kürzester Zeit konnte ich sämtliche Liedtexte in- und auswendig. Und auf meinem iPod habe ich nur noch dieses eine Album rauf und runter gespielt. Zu meinem Geburtstag, wenige Monate später, war ich dann ein zweites Mal. Und bei den zwei Malen ging es dann nicht ganz geblieben, ohne jetzt zu sein, denn so. Aber warum schaut man sich ein Stück öfters an? Das ist ja eigentlich das gleiche Stück, denken sich viele von euch. Naja, es ist eine Live-Show, das heißt, es ist immer ein bisschen anders. Es spielen verschiedene Darsteller, die verschiedene Rollen. Es kann auch mal ein Hoppala passieren, was ich sehr interessant finde. Wer mich jetzt für verrückt hält, ist sicher nicht alleine. Aber jeder von euch hat sicher ein Hobby. Ein paar spielen vielleicht Fußball, ein paar reiten. Jeder hat ein Hobby. Meines ist eben das Theater. Als meine Leidenschaft begonnen hat, war es in meiner Altersstufe gerade besonders in Fortschritt. Bars, in Clubs, zwar wurscht wohin, Hauptsache ganz viel Alkohol. Ich habe mich dem Trend nicht gleich angeschlossen, sondern bin eigentlich weiter lieber ins Theater gegangen. Da ist nichts verstellt worden. Es war natürlich nicht immer ganz leicht, wenn am Montagmorgen alle von ihren exzessiven Party-Erlebnissen erzählen wollten. Ist besser. Nix. Wir hören dich gut. Ja, okay. Alle wollten von ihren Partyerlebnissen erzählen, ich wollte lieber von dem Hopperl und dem Theater passiert ist am Wochenende erzählen. Aber das, was die anderen erzählt haben, war meistens für sie viel spannender. Es ist ab und zu vorgekommen, dass ich mich in den Pausen ein bisschen einsam gefühlt habe. Aber ich habe immer mein iPad mitgehabt und ganz, ganz viel Musik gemacht. Leidenschaft, wofür auch immer, kann leider sehr oft ins Extreme führen. Wir kennen das bei manchmal Fußballfans, den Fanatismus. So gibt es es auch bei Theaterbesuchern. Wobei, man muss es ein bisschen einschränken. Eigentlich sind Musical-Fans. Das sind dann diejenigen, die sich ein Stück nicht nur ein paar Mal anschauen, sondern die im dreistelligen Bereich sind. Die, die vor und nach jeder Vorstellung zum Bühnentitel gehen, um dem Lieblingsdarsteller mal Hallo zu sagen oder vielleicht ein Foto zu bekommen. Leider wird oft die Freundlichkeit der Darsteller mit Freundschaft verwechselt. Weil nur weil ich jemandem 250 Mal Hallo gesagt habe oder 100 identische Autogramme habe, bin ich mit der Person nicht befreundet. Und wer Darsteller ist einmal blöd, also nicht gut gelaunt. Ist er auch nur ein Mensch? Nein. Da kommt es zu Beschimpfungen. Oder wenn die Liebe von irgendeinem Mädel zu dem Darsteller nicht erwidert wird, kommt es zu Stalkerei. Das wünscht man sich doch immer, irgendein kreischendes Mädel, das dann vor der Haustür sitzt. Super. Doch, ich möchte es auch nicht nur von meinen negativen Erlebnissen erzählen, sondern meine Leidenschaft hat mir so viele positive Erlebnisse geschaffen. Sobald die Lichter im Theater ausgehen und die Ouvertüre beginnt, bin ich in einer vollkommen anderen Welt. Da ist es mir egal, vielleicht die Mathe-Schularbeit vielleicht ausgefallen ist oder bei der Physikwiederholung ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie gut die denn jetzt ausgehen wird. Und das ist gerade das, was jeder Mensch braucht, oder? Einfach eine Möglichkeit abzuschalten. Manche bauen sich kurz aus, andere gehen zur Massage, das ist gut. Hauptsache im stressigen Alltag entfliehen. Reisen schieben wir, sagt man. Und meine Eltern verbinden oft genug Urlaube mit Musical-Besuchen. Wobei manchmal reisen wir auch ganz an bestimmte Orte, um dort unsere Musical anzusehen. Ein besonderes Highlight war Russland, St. Petersburg, vor 2 Jahren, wo meine Eltern schon ewig lang hin wollten und sich mit einer dominanten Premiere verbunden haben. Mütter und Töchter. Ja. Ich will das eine, sie will was vollkommen anderes und umgekehrt. Ich glaube, das ist ein Naturgesetz, aber gut. Neben unseren vielen Meinungsverschiedenheiten, oder manchmal, ist eine Leidenschaft oder ein Hobby, ein gemeinsames, oft eine Hilfe, diese Sachen
zu umgehen. Und bei mir ist es wieder das Theater. Sobald meine Mutter und ich einmal beginnen, über das Theater oder über das Musical zu reden, hört das relativ lange mal nicht auf. Mein Bruder und mein Vater freuen sich immer besonders darüber. Doch die konnten wir mittlerweile ein bisschen in den Bann ziehen. Mittlerweile geht sie ganz freiwillig ins Theater mit, sie muss sie nicht mehr zwingen. Und unsere Mädels-Trips müssen schon bleiben, wie wir zum Beispiel letztes Jahr 2 Wochen in New York waren. Wunderschöne Wochen, wo wir auch Musicals anschauen konnten. Aber sicher die positivste Seite an meiner Leidenschaft sind die vielen Freundschaften, die ich geschlossen habe. Es sind einige Freundschaften mit Darstellern zustande gekommen. So haben wir auch vor 2 Jahren Besuch aus St. Petersburg bekommen. Und auch eine meiner besten Freundinnen, die für ihre Schwester ist, habe ich durchs Theater kennengelernt. Ich kenne sie zwar noch nicht so lange, also ich kenne einige andere Freunde von mir viel länger, trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns eh kennen, dass wir quasi seelenverwandt sind. Sie teilt diese Leidenschaft nicht nur passiv, wie manche andere Leute als Zuseher, sondern auch aktiv. Sie nimmt seit Jahren Gesangsunterricht, genau wie ich im Tanzunterricht. Stehen wir zum Beispiel nächste Woche im Theater Akzent mit unserer Abschlussshow des Performance Center Ausführs auf der Bühne. Es gibt sicher immer noch Leute, die nicht verstehen meine Leidenschaft oder meine Begeisterung und das auch nicht verstehen wollen. Das macht mir aber eigentlich gar nichts aus. Kein Mensch kann alles verstehen. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in meine Leidenschaft und das, was mich mit dem Theater verbindet, geben konnte. Ich hoffe aber auch, dass ihr Leute, die ein anderes Hobby haben oder andere Interessen, ein zweites Mal anseht, bevor ihr sie für komisch einstellt. Wenn mich klatschen, für das Publikum. Und in diesem Sinne möchte ich euch zum Abschluss noch etwas Kleines mitgeben. Mal weg. Wie soll es anders sein? Das ist eine Musical. Das Musical in der Garage voll. Ein Käfig voller Nacken. Komm, schau mich nur an. Akzeptiert dann mich ganz persönlich. Ich lebe und will mich dafür nicht genieren. Lebe und will keinen Augenblick verlieren. Es hat keinen Sinn, wenn man nichts sagt. Die Welt